Ja, liebe Festgesellschaft, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier als einer der werkstoffwissenschaftlichen Nutzer auch ein paar Worte zur offiziellen Einweihung des Technikums 2 hier heute beisteuern darf. Der Grund, warum gerade mir diese Aufgabe zugefallen ist, liegt wohl darin begründet, dass ich als damaliger Sprecher des Departments Werkstoffwissenschaften die schöne Aufgabe hatte, den Aufbau dieser Einheit, der bereits 2009 begann, begleiten durfte und voranbringen durfte. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Fürth hat sich als Standort für die Material- und werkstoffwissenschaftlichen Aktivitäten der FAU prächtig entwickelt. Und so war es für mich eigentlich keine Frage, wo wir den Aufbau des Departments WW voranzubringen hatten. Die Uferstadt ist für uns Materialwissenschaftler inzwischen ein ganz wichtiger zweiter Standort geworden. Natürlich auch dank der großen Unterstützung durch die Stadt Fürth, wofür wir Ihnen, Herr Oberbürgermeister Jung, und Ihrem Team natürlich ganz, ganz dankbar sind. Es klang schon an, aber ich habe versucht, diese schöne Entwicklung in einem, wie ich es nennen möchte, materialwissenschaftlichen Forschungsdreieck Fürth zusammenzufassen. Vielleicht in Analogie auch zum Kleeblatt der Stadt Fürth, dreiblättrig. Und so sind die anwendungsorientierte Forschung, auch der Transfer in die Industrie, bereits seit einigen Jahren durch zahlreiche Institutionen, es klang schon an, hier sehr stark präsent. Ich habe mal die Institutionen hier aufgelistet. Fraunhofer Röntgengruppe, EZRT, das ZMP, die NMF, die Ausgründung Diakon und jetzt auch Crystal N. Aber durch den Bezug des Technikums 2 ist jetzt auch die Grundlage in diesem Forschungsdreieck gelegt, nämlich die Universität und natürlich die Grundlagenforschung, die natürlicherweise insbesondere an der Universität angesiedelt ist. Und ohne Frage die Basis für innovative, anwendungsorientierte Forschung ist und diese auch ohne Frage stark befruchtet. Fürth ist als Standort stark im Wachsen, das sehen wir ganz deutlich und das führt schon teilweise auch zu ersten Verwechslungen. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, auf der Einladungskarte ist nicht dieses Gebäude abgebildet, sondern das nebenan. Ich habe hier mal das richtige Bild mitgebracht, aber das heißt, wir sind schon ein großer Standort hier, das ist schön. Und das ist möglich geworden, natürlich auch nur durch die Unterstützung vieler Gruppen hier und natürlich der Universitätsleitung, ganz klar, Herr Grüske, Herr Schöck hier gut vertreten, natürlich durch die Staatsregierung, Herr Siebler, Herr Striezel hier anwesend dafür, denn finanziert wurde der Aufbau hier eben durch die Ausbauplanung, die für den doppelten Abiturjahrgang zur Verfügung gestellt ist und das war sicherlich eine ganz wichtige Sache auch für den Bereich hier. Bevor ich jetzt gleich ein bisschen was zu den Aktivitäten der unterschiedlichen Gruppen hier im Technikum 2 sagen möchte, möchte ich aber kurz auch noch einigen Personen danken, die immer so ein bisschen mehr im Hintergrund stehen und die natürlich viel für diesen Aufbau dieser Einrichtungen, insbesondere jetzt der materialwissenschaftlichen Einrichtungen, getan haben. Und da möchte ich zum ersten Mal den Herrn Beigott erwähnen, den Leiter der Geschäftsstelle Werkstoffwissenschaften. Eigentlich gehört es nie zu Ihren ursprünglichen Aufgaben gehört, das hier zu begleiten, aber Sie haben das mit großem Engagement und Einsatz getan. Und dieser Dank geht natürlich auch an viele andere in die Planung involvierten Damen und Herren, insbesondere vom Referat G4 und anderen Referaten, also Frau Thomas, Frau Ruf, Herr Pieger sind zu nennen, natürlich auch Herr Architekt Kunzendorf, Herr Graf, die diese Dinge mit begleitet haben und ich glaube, die haben alle einen Applaus verdient. Wie gesagt, die ersten Planungen begannen schon 2009, der Einzug letztendlich oder die Übergabe der Räume August 2011 und dann sind eben so die diversen Einrichtungen hier eingezogen, wie es ja heute so schön heißt, auf die insgesamt 1500 Quadratmeter, die im Bereich der Materialwissenschaften hier zur Verfügung stehen. Was verbirgt sich jetzt hinter den diversen Einrichtungen? Wir haben es eben schon ein bisschen gehört. Die beteiligten Gruppen wurden schon genannt. Ich habe sie einfach nochmal auf der Folie zusammengebracht. Und ich glaube, es ist natürlich insbesondere schön, dass jetzt die Grundlagenforschung gleich von mehreren Lehrstühlen hier an dem Technikum 2 wirklich getragen wird, denn das schafft auch gute Synergien zwischen den verschiedenen Gruppen, die hier aktiv sind. Aber besonders wichtig ist natürlich, dass jetzt tatsächlich hier ein ganzer Lehrstuhl für Werkstoffsimulation hier im Technikum 2 angesiedelt ist. Und auch dieser Lehrstuhl ist aus den Stellen der Ausbauplanung geschaffen worden.
Und damit ist es uns gelungen, das so wichtige Thema der Werkstoffsimulation wirklich in einem eigenen Lehrstuhl an der FAU dauerhaft zu verankern. Ein Werkstoff ist äußerst komplex aufgebaut mit unterschiedlichen Defekten und einer in der Regel komplexen Mikrostruktur. Und die Werkstoffsimulation, die kann wirklich helfen, diese Einflüsse zu verstehen, da in der Simulation die Dinge wirklich abstrahiert werden können und auf einzelne Phänomene runtergebrochen werden können. Aber Werkstoffsimulation ist ein sehr anspruchsvolles Feld und verlangt den Einsatz sehr komplexer Methoden, basierend auf dem physikalischen Verständnis der Werkstoffe. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir mit Professor Zeiser, dass es uns gelungen ist, einen wirklich international äußerst anerkannten Wissenschaftler nach Erlangen zu locken. Er hat seinen Karriereweg am MPI für Metallforschung in Stuttgart begonnen, war dann lange Zeit wirklich im Ausland tätig, in Schottland, Edinburgh zum Schluss. Und hat hier schon mit seinem Team, denke ich, eine beachtliche Gruppe aufgebaut und der Lehrstuhl ist stark am Wachsen begriffen. Herr Zeiser, ne? Hier vorne. Arbeitsgebiete von Herrn Zeiser klangen auch schon ganz kurz an. Werkstoffsimulation von Bruchphänomenen, Versagensphänomenen, Verbundwerkstoffe, nanoskalige Verbundwerkstoffe, viel Skalensimulation. Und daneben beschäftigt er sich aber auch wirklich mit ganz anderen Dingen, wie eben der Simulation von Lawinenbildungsprozessen. Und das ist ein Thema, wo er wirklich viel spannende Dinge zu erzählen hat. Also ein breites Anwendungsgebiet, denke ich, auch für viele Werkstoffklassen interessant. Aber neben dem Lehrstuhl gibt es aber auch weitere werkstoffwissenschaftliche Arbeitsgruppen hier der FAU, die hier angesiedelt sind. Und dazu gehört insbesondere auch das Crystal Graphs Lab von Professor Peter Wellmann, der eben zum Lehrstuhl WW6 gehört. Und Herr Wellmann hat hier Anlagen zur Züchtung besonderer Halbleiterkristalle aufgebaut, die für viele optische Komponenten wichtig sind. Und das ist auch eine sehr stark wachsende Gruppe hier. Und Herr Wellmann breitet sich schon über die ursprünglichen Pläne aus. Wo haben wir Herrn Wellmann? Jetzt sehe ich ihn gerade nicht. Da vorne sitzt er. Und das Ausbreiten ist zum Glück noch möglich, denn die Räume hier sollen und werden flexibel genutzt vom Department, sodass auch immer Raum für neue Dinge da ist. Und Universitäten sind extrem dynamisch. Ne? Da gibt es viele Wechsel und so ist schon einer der Erstnutzer inzwischen wieder ausgezogen aus den Räumen hier. Professor Wondracek vom Lehrstuhl Greil ist schon wieder wegberufen worden. Ja, als ein schönes Beispiel der Forschungsarbeit von Herrn Wellmann vielleicht noch ganz kurz gezeigt, In-Situ-Tomographie des Wachstums von Siliziumkarbidkristallen, die er in enger Kooperation mit der Fraunhofer-Gruppe von Herrn Handke durchführt, was schon mal ganz deutlich auch wiederum zeigt, Synergien werden tatsächlich genutzt auch durch diesen Standort hier und damit kann man dem Wachstum der Kristalle quasi zuschauen und das ist etwas, was dieses sehr stark unterstützt. Ja, bei allem Lob zu diesen tollen Dingen, die hier wachsen, möchte ich aber auch kurz erwähnen, dass es auch nicht immer ganz einfach ist, einen Lehrstuhl mit mehreren Standorten zu organisieren. Da gehört auch schon immer viel Abstimmung dazu. Und ich glaube, es klang auch schon bei den Vorrednern an, die Stärke unserer FAU im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich insbesondere resultiert ohne Frage daher, dass die Fakultäten wirklich auch in enger Nachbarschaft in Erlangen angesiedelt sind. Und diese räumliche Nähe der Lehrstühle, die brauchen wir, glaube ich, auch in Zukunft ganz einfach. Als Forschungsstandort ist Fürth hervorragend geeignet, aber die Basis der FAU, die liegt nun mal in Erlangen und das muss sie, glaube ich, auch in Zukunft einfach so tun. Ja, eine weitere Einrichtung hier im Technikum 2, Crystal N, beschäftigt sich ebenfalls mit der Züchtung und Bearbeitung von Einkristallen. Crystal N, im Namen steckt es drin, beschäftigt sich überwiegend mit Aluminiumnitrit, ALN, was ein sehr interessanter Halbleiter mit sehr großer Bandlücke ist. Und diese Ausgründung wurde von Professor Winnacker als ehemaligem Lehrstuhlleiter WW6 in die Wege geleitet und wird jetzt geleitet von Herrn Dr. Heimann hier vorne. Und mit Aluminiumnitrit kann man aufgrund der großen Bandlücke UV-Laser-LEDs machen. Allerdings ist die Herstellung der Kristalle sehr schwierig, sehr aufwendig. Und da ist eben hier die Expertise da. Die Herstellung erfolgt aus der Gasphase mittels Sublimation und Rekondensation. Und das ist schon sehr kompliziert, das wirklich zu steuern und zu größeren Kristallen zu bringen. Aber es gibt viele interessante Anwendungen dieses Materials.
Und das Material hat sicherlich eine große Zukunft als Werkstoff für ultraviolette LEDs, Laser und auch Schaltkreise, wo man das auch sehr gut einsetzen kann. Ja, und dann gibt es hier auch noch einem Technikum 2 eine Arbeitsgruppe meines eigenen Lehrstuhls, das Zentrum für Nanometalle, wie wir es getauft haben. Und wir beschäftigen uns hier insbesondere mit der Herstellung von Nanometallen und Nanolaminaten mittels kumulativer Walzverfahren. Und kumulative Walzverfahren darf ich vielleicht ganz kurz erläutern. Beim kumulativen Walzverfahren wird ein Blech gefaltet und wieder runtergewalzt. Und diesen Prozess, den zykliert man. Und das ist so etwas Ähnliches vielleicht wie Blätterteig, was man damit man macht. Und man erzeugt damit einen Werkstoff, der aus sehr vielen Lagen aufgebaut ist. Und wenn man so einen Prozess 8-mal macht, dann erzeugt man ein Blech, was aus 256 einzelnen, sehr dünnen Lagen besteht. Und warum macht man das? Diese Nanowerkstoffe, die haben besondere Eigenschaften. Die sind, wie man hier in diesem Diagramm sieht, besonders fest und teilweise auch besonders duktil. Und ich habe hier auch noch einfach mal, um das kurz zu demonstrieren, zwei Bleche in der Tasche. Das ist beides jetzt das gleiche Aluminium. Und das eine, das ist jetzt Nanoaluminium, das ist entsprechend prozessiert. Und das ist jetzt konventionelles Aluminium und das ist ganz weich. Das können Sie ganz leicht hin und her biegen. Und das ist jetzt so Nanoaluminium und das ist extrem fest. Das kann ich gar nicht so einfach verbiegen. Und das kommt nur durch diesen Prozess der Nanostrukturierung zustande, den wir damit machen können. Wir machen aber nicht nur das besonders hochfeste, sondern der neue Trend ist einfach, wir machen wirklich Nanolaminate, ganz neue Werkstoffe daraus, die aus unterschiedlichen Bestandteilen aufgebaut sind, beispielsweise Aluminium und Kupfer hier gezeigt, und können damit ein Komposit machen und versuchen damit natürlich bessere Eigenschaften einzustellen. Und wir können ganz feine lamellare Komposite damit aufbauen, eben durch diesen zyklierten Walzprozess. Und da wir hier so eine schöne große Walze haben, können wir das auch in relativ großen Mengen machen. Das heißt, wir können diesen Prozess relativ gut hochskalieren. Ich habe hier vorne auch noch so ein etwas größeres Blech liegen. Das ist so ungefähr das Größte, was wir machen können. Und das ist jetzt schon ein großes Nanoteil. Also da steckt Nanostruktur drin, aber jetzt wirklich zu Dimensionen gebracht, die man sicherlich irgendwann eher vorstellen kann, in die Anwendung zu bringen. Und nachher beim Rundgang haben Sie noch die Gelegenheit, diesen Prozess sich tatsächlich auch live vorführen zu lassen. Das ist eben hier in der kleinen Maschinenhalle, die am Gebäude angrenzt, aufgebaut. Und da haben wir wirklich die fantastischen Möglichkeiten, sowas hier zu machen. Ja, zur materialwissenschaftlichen Grundlagenforschung gehört aber auch immer Einrichtungen, mit denen man die Werkstoffe gut charakterisieren kann, die Mikrostruktur charakterisieren kann und die Eigenschaften charakterisieren kann. Das ist jetzt meine letzte Folie, die ich zeigen möchte. Und schön ist, dass auch wir das hier jetzt am Technikum 2 haben. Wir haben hier verschiedene Labore, Chemielabor, Röntgenlabor, Nanoindentierungsmethoden und wir nutzen einen Focused Ion Beam zusammen auch mit dem ZMP, was uns wirklich eben die Möglichkeit bietet, gemeinsam diese Dinge anzuschauen und für verschiedene Gruppen auch diese Methoden nutzbar zu machen und damit tatsächlich auch uns die Werkstoffe genauer anschauen können. Das Focused Ion Beam ist eine ganz faszinierende Methode, was hier im Erdgeschoss aufgebaut ist, mit der man dieses Gerät hier, mit dem man wirklich in das Innere der Werkstoffe hineinschauen kann. Wir können also Strukturen in die Werkstoffe hineingraben und wir können mikromechanische Proben, das ist alles auf Mikrometer-Skala herstellen und auf Mikrometer-Skala mechanische Tests durchführen. Und das ist sicherlich auch wichtig, wenn wir wirklich an anwendungsorientierte Forschung denken. Ja, das war kurz, was ich Ihnen über die Aktivitäten, materialwissenschaftlichen Aktivitäten hier sagen wollte. Ich denke, wir haben hier wunderbare Möglichkeiten und darf wirklich am Ende auch nochmal allen dazu danken, die dazu beigetragen haben, dass wir hier diese tollen Möglichkeiten hier in Fürth jetzt wirklich haben. Dankeschön.